Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Close to the Sun. Wir gehen direkt ins Spiel und lassen uns überraschen. Okay, Soundeinstellung muss ich dann nochmal kurz vornehmen. Das Helios Barnetz läuft sowohl auf der Background- als auch auf der Steuerbordseite über die komplette Länge des Schiffes. Es wird hauptsächlich verwendet, um Personal aus ihren Wohnbezirken in die jeweiligen Bezirke zu bringen. Drücke, um zu beginnen. Meine geliebte Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Die Stimmen sind mir etwas zu laut. Ziemlich wenige Details, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Was verschweigst du mir? Die Stimmen sind mir etwas zu laut. So. Ja. Verlasse das Zimmer. Kann man irgendwas machen? Springen. Das ist... das Rennen? Ja. Ja. Verehrter Gast von Bordenkliff, wir werden in Kürze die Helios erreichen. Große Chance, für Sie, die auf dem Shuttle befindliche Beobachtungskabine zu betreten. Das Andocken beginnt, sobald alle Passagiere sicher sind. Vielen Dank. Ich hoffe, das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Ja, hoffentlich. Okay, es ist ein Horror-Game im Steampunk-Style. Das gefällt mir jetzt schon mal. Schade. Große Mensch. Da hinten ist es grün, da müssen wir hin. Denke ich schon mal. Hallo? Hier ist ja gar keiner.
close to the sun. Mit Hilfe der Helios ETS, einem Rohrpost zu Simcon am Tellock von ihrem Ort auf der Helios effizient kommunizieren, ohne ihren Standort zu verlassen. Ein pneumatisch versiegeltes System schickt Behälter mit Briefen und Notizen. Ich würde es gerne mal zu Ende lesen können. Nein! So, der Ike ist aus Versehen ins Hauptmenü gegangen. Drücken Sie eine Taste. Kleiner Fehler kann mal passieren. Fortfahren. Ada Archer, jüngere Schwester von Rose Archer und eine brillante Physikerin. Ihre Forschungen an Bord der Helios bewies die Ein-Elektron-Theorie und zeigt sich weg. So, beginnen. Gehen Sie an Bord der Helios und versuchen Sie mit Ada zu kommunizieren. Na dann. Guck mal erstmal das Boot an. Gibt es noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ja, scheint mir nicht so. Ich dachte, die großartige Helios wäre viel. Stopp. Warum? Belebter, ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Ich habe die Stimmen schon so weit runtergeschraubt und es ist trotzdem noch extrem laut. Naja. Aber die Musik ist dafür ganz schön leise. Ich würde gerne die Ingame-Musik hören. Ganz schön kaputt, das Schiff. Wir machen das ganz anders. Ich füge selber Audio hinzu. So. Interessant. Die Helios. Ein luxuriöses wissenschaftliches Unterfangen, während der Rest der Welt sich selbst überlassen ist. Ihr habt es gerade selber mitbekommen. Ich habe die Stimmen extrem runtergeschraubt und die sind trotzdem noch so krass laut. Es tut mir leid dafür. So, wir müssen die Schwester finden. Ja gut. Gibt's irgendein Inventar? Nö. Schade. Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. The Shipwreck. Okay. Die Schiffsrate aktiver Spion isolieren und eliminieren. Was? Ich muss ja hoffentlich nicht kämpfen, schießen oder sonst irgendwas. Wobei schießen wäre mir auch egal.
Ja, herzlicher Empfang. Ja, du Arschloch. Warden Cliff. Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Wie die Amis. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen dürfen, aber mir egal. Ich würde gerne mal wissen, wie mein Charakter aussieht, den ich spiele. Quarantäne? Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Na toll. Ah, oh, ich hab's sogar Zoom. Schön. Ja, rechts oder links? Wir gucken erstmal rechts. Scheint nämlich nicht weiter zu gehen. Ich habe keine Lampe, oder? Das ist nervig gerade. Nicolas Pass. Name Nicolas Ford, Geburtsdatum 11. Oktober 1850, geboren, USA, Ort der Abreise New York, Aufenthaltszweck, Schauspieler, Dauer des Aufenthalts 21 Tage, Passnummer, bla bla bla, interessiert uns nicht. Können damit eh nichts anfangen. Ich muss auf jeden Fall dahinter. Dahinter muss ich. Ich kann ja nicht mal sneaken oder so, ich kann nur sprinten. Nicht schön. Sexy Beine hat sie. Da hat sich gerade was bewegt. Dieses Licht. Hallo? Hallo? Vorne ist ein Aufzug. Okay. Ich soll da was deaktivieren? Mach mal. Hallo? Ist hier jemand? Ja. Ey, ernsthaft. Hallo? Ich würde da gerne rein wollen. Ja gut,
was uns in dem Raum erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.